Ja, Digitalisierung ist ein Thema, das schon seit vielen Jahren die Diskussion bestimmt. Und ich will das am Anfang vom Vortrag auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Natürlich beschäftigt sich jetzt der Kurzvortrag, der Impuls, den ich geben will, mit den digitalen Netzen. Digitalisierung ist natürlich viel mehr. Digitalisierung bestimmt ja auch nicht nur die Arbeitswelt, das Umstellen der Arbeitsprozesse, die Anforderungen im Bildungssystem, beim E-Government, wenn es um öffentliche Verwaltung geht, sondern es ist auch eine gesellschaftspolitische Fragestellung. Und ich denke, das muss man bei der ganzen Diskussion einfach auch im Hinterkopf haben, weil Digitalisierung, Industrie 4.0, diese Transformationsentwicklung ist eine echte Revolution, wie wir sie in der Menschheitsgeschichte auch nicht jedes Jahr und auch nicht jedes Jahrzehnt erleben. Letztendlich stellen die Möglichkeiten, die die Technik zur Verfügung stellt, einfach die Frage nach Ort und Zeit auf den Kopf. Das wird ein Stück weit relativ und das setzt natürlich an alle Lebensbereiche am gesellschaftlichen Zusammenleben ganz neue Herausforderungen. Und deshalb beschäftigt uns das natürlich, Sie in den Unternehmen, die gesellschaftlichen Gruppen, aber uns auch in der Politik besonders. Und der Ausgangspunkt natürlich für diese Digitalisierung ist letztendlich natürlich die Netzstruktur, auf die ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Um was geht es letztendlich? Der Herr Kempermann hat ja gerade eben sehr eindrucksvoll nochmal dargestellt, welche Netzsysteme wir haben, wie die belastbar sind. Aber was ist eigentlich die Fragestellung für die Zukunft? Wir kennen das vielleicht heute auch aus dem Arbeitsumfeld, dass man bestimmte Daten auf dem Rechner hat. Viele haben immer noch die Daten leider lokal gespeichert. Aber das ist die Fragestellung, wie es in Zukunft aussehen wird. Und in Zukunft werden Daten eben über die berühmte Cloud, die hier in der Mitte angemalt ist, nicht nur ausgetauscht, sondern diese Daten werden auch in dieser Cloud zur Verfügung gestellt werden. Die werden nicht mehr lokal am Ort, die werden auch nicht mehr in dem Unternehmen vor Ort gespeichert werden, sondern die werden auf Servern liegen. Es werden immer mehr Softwareanwendungen nur funktionieren, indem ich über das Internet operiere. Die werden nicht mehr auf dem Rechner alleine laufen, sondern die brauchen die Internetanbindung. Viele haben das vielleicht auch schon bei ihrem Smartphone erlebt. Es geht natürlich um Videokonferenzen. Es geht um viele Möglichkeiten, die über dieses Datennetz geliefert wird. Aber genau das stellt den Anspruch genau an dieses Datennetz. Und zwar in beide Richtungen, deshalb sind die Pfeile hier auch blau, in beide Richtungen, dass wir auch eine extrem gut ausgebaute Infrastruktur haben. Das Hauptproblem in Deutschland ist im Prinzip das, was Herr Kempermann, Entschuldigung, gerade eben auch schon gesagt hat, nämlich, dass wir immer über 30, 50 oder 100 Megabit reden. Das, was Sie hier sehen, findet mit solchen Geschwindigkeiten nicht statt. Das ist die Welt von 1 Gigabit, das ist der klare Ausbau von Glasfaser, von Haus zu Haus, von Unternehmen zu Unternehmen und das ist genau das, was hier auch dargestellt ist. Und da sind wir einfach international, und das kann man hier schon vorwegnehmen, ins Hintertreffen geraten. Während Schweden oder Südkoreaner keine Probleme haben, an diesen Austausch, an diesen Wirtschaften, an Austausch auch mit ihren Kunden, mit ihren Lieferanten teilzunehmen, ist das für Deutschland schwierig. Und es ist nicht nur für Deutschland schwierig, wenn wir jetzt von einem Standort in die Welt sprechen, sondern auch untereinander. Ja? Wenn ich eine Niederlassung, ein Werk habe in Aschaffenburg-Milkheim und eins in Striedwald, habe ich schon diese gleichen Probleme, wie wenn ich sie auch hätte, wenn ich nach Südkorea kommunizieren muss. Und das macht das Ganze einfach auch so schwierig. Sie müssen jetzt hier auch bei dieser Grafik natürlich nicht alles im Detail lesen. Letztendlich soll die nur darstellen, wie auch der Netzbedarf anwächst, wie er prognostiziert ist. Also wir sind heute, 2015, hatten wir mal diesen Anspruch in den kleinen Kreisen und da in Relation gesetzt, dass wir 2020 gebraucht werden. Und hier dann sind wir schon bei 2025. Das ist gerade mal ein Zeitraum von 10 Jahren. Und das zeigt nochmal, dass wir eben auch mit diesen Netzausbaustrukturen, die wir jetzt heute vorfinden, nicht zurechtkommen. Der Europäische Rechnungshof hat dazu erst vor kurzem, nämlich im Juni 2018, einen Bericht rausgegeben. Und zwar hat er dort untersucht, wie nah die europäischen Staaten, wie weit die europäischen Staaten sind, um ihre eigenen Ziele beim Ausbau des Breitbands zu erreichen. Und das Ergebnis sieht für Europa insgesamt, aber vor allem auch für Deutschland ziemlich ernüchternd aus.
Wir haben hier einige Probleme, die werden vielleicht auch dann spannend bei der Diskussion sein, die vor allem in Deutschland da sind. Wir haben extreme Beschwerdesituationen beim Anbieterwechsel. Also auch das Thema Wettbewerb ist in Deutschland ein Problem. Wir haben auch die Situationsbeschreibung, dass wenn man sich Datenraten einkauft, nur 12% davon überhaupt eingehalten werden. Und wir haben in Deutschland auch diese Sondersituation, das wurde gerade eben auch schon angesprochen, dass Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Ländern eben auf dieses Vectoring gesetzt hat. Das heißt im Prinzip nochmal die Nutzung von den Kupferkabelungen vom Verteilerkasten zu den Häusern mit einer zwar aufgewerteten Technik, aber die natürlich nie in der Lage sein wird, ein Gigabit für die breite Bevölkerung und die Unternehmen sicherzustellen. Was kam darüber hinaus noch, was uns für Deutschland wichtige Fragestellungen aufgibt? Das eine ist, dass hier auch bei der Koordinierung und den Zuständigkeiten in Deutschland ja typischerweise eben das Thema Föderalismus zuschlägt. Wir haben verschiedene Kompetenzen, wenn es darum geht, wer ist zuständig, wer finanziert. Zuständig sind hauptsächlich die Kommunen vor Ort, die damit beauftragt sind. Finanzierungsmöglichkeiten gibt das Land, gibt der Freistaat Bayern jetzt hier in Bayern, aber auch die Bundesrepublik. Und es ist noch nicht so ganz vielen klar, welches Programm man an welcher Stelle nehmen sollte. Ein weiterer Kritikpunkt auch des Rechnungshofes ist, dass Deutschland zu den wenigsten Ländern gehört, die eben die Finanzierungslücke auf Bundesebene nicht ermittelt haben. Das heißt, wie viel öffentliches Geld brauche ich in den Bereichen, wo eben keine eigenwirtschaftliche Lösung realisiert werden kann? Wie viel Geld brauche ich da? Das hat Deutschland nicht ermittelt. Zum Vectoring kommen wir gleich auch nochmal. Und im Endeffekt steht eben auch dann für Deutschland fest, dass wir die Strategie 2020 von Europa nicht erreichen werden. Das Ganze ist jetzt hier auch nochmal grafisch dargestellt. Auch da muss man sich jetzt nicht auf jede Einzelheit konzentrieren. Aber die hellblauen Punkte hier vorne, immer, das sind die Werte von 2011. Und zwar, wenn es darum geht, das 30-Megabit-Ziel zu erreichen. Und die blauen Punkte, das sind die dunklen hier, sind die Werte von 2017. Und man sieht auf dieser Grafik schon eins ganz deutlich, nämlich erstens 2011 stand Deutschland europaweit zwar nicht spitzenmäßig da, aber noch ziemlich gut. 2017 hat sich das extrem geändert. Wir sind jetzt im unteren Mittelfeld und wir sind vor allem von ganz vielen Staaten überholt worden. Italien ist hier besonders eklatant, aber auch viele andere wie Österreich oder Tschechien, die uns einfach auch in dem Ausbau des schnellen Internets überholt haben. Und hier drüben dann, wenn wir auf die andere Folie gehen mit den 100 Megabit, sehen wir im Prinzip die Entwicklung, dass die noch viel extremer sich dort darstellt. Und das heißt einfach auch politisch, dass wir natürlich Handlungsbedarf haben. Ja, ich denke, das hat der Herr Kempermann schon sehr gut erklärt. Das soll hier einfach nur noch mal auch zeigen, was haben wir für eine Netzstruktur in Deutschland. Wir hatten lang das DSL, ja, wir haben dann das VDSL, das Vectoring, was heute bei den meisten, Aschaffenburg ist ja als Innenstadt eine Ausnahme, benutzt wird. Und dann eben aber den Glasfaserausbau. Und man sieht hier auch nochmal schön, welche Übertragungsraten hier erreicht werden können. Und mir ist nochmal wichtig, an der Stelle auch darauf hinzuweisen, dass es hier nicht nur darum geht, viele nehmen ja gerade Privathaushalte oder in der Diskussion nur den Download-Bereich wahr. Ja, der meistens stärker ausgeprägt ist, aber das Bild, was wir am Anfang gezeigt haben, wo es um die Kommunikation der Unternehmen über diese Cloud, ja, über das Internet, wo es darum geht, auch die Upload-Geschwindigkeiten zu erhöhen. Also wenn Sie ein Unternehmen sind und Daten Ihren Lieferanten zur Verfügung stellen oder Ihren Kunden, dann brauchen Sie auch die Möglichkeit, Daten schnell hochzuladen, und das ist noch schlechter ausgeprägt wie die Download-Geschwindigkeit. Ich überspringe jetzt mal diese Folien, die kann man dann später in der Diskussion gerne nochmal vertiefen. Ist vielleicht auch eine interessante Frage an die Vertreter der Telekom. Der Vorwurf hier lautet letztendlich, dass viel Geld, was in Deutschland investiert wurde, im Prinzip nicht dazu geführt hat, um die Anschlusszahlen beim schnellen Internet, hier ist jetzt auch nur 50 Megabit abgetragen, zu erreichen, sondern wir haben hier vor allem erreicht, dass wir eine ganze Reihe von Doppelstrukturen aufgebaut haben. Das sind hier die Zahlen, das ist der sogenannte Überbau
Aber darüber kann man sicher nachher auch nochmal diskutieren. Es gibt verschiedene Studien von Bertelsmann, WIK, es gibt aber auch von Fraunhofer Ermittlungen. Ich will hier auch nicht ins Detail einsteigen, aber wenn man auch den Blick nach Bayern wendet, auch Bayern hat natürlich entsprechend den Vorgaben vom Bund erstmal gesetzt, und zwar flächendeckend auf die Vectoring-Technik nochmal, die begrenzt ist, die eben kein 1 Gigabit ermöglicht. Und wir haben auch Probleme im Förderprogramm selber, die hier auch kritisch beleuchtet werden von dieser Studie, nämlich erstens die Höchstbeträge von 950.000 Euro und dann auch die Betrachtungszeiträume von 7 Jahren. Das ist einfach eine, bei der Wirtschaftlichkeitsförderung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eine Fragestellung bei der Abschreibung letztendlich ist. Das sind sicher Ansatzpunkte, die politisch auch geändert werden müssen, damit man hier effektiver auch beim Ausbauziel vorankommt. Bayern, auch das muss, ich denke, es geht ja darum, wie können wir, an welcher Stelle müssen wir arbeiten, damit wir besser werden. Und da muss man festhalten, dass auch Bayern in der ländlichen Abdeckung im bundesweiten Vergleich einfach nur einen Mittelplatz einnimmt. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat uns hier überholt, aber auch bei der Frage Gewerbe- und Mischgebiete über 50 Megabit ist Bayern im Mittelfeld. Jetzt habe ich ja immer den Anspruch, auch als Landespolitiker gehabt zu sagen, letztendlich ist es gar nicht so ausschlaggebend, was in Nordrhein-Westfalen passiert oder in Bremen, sondern es geht ja darum, wie wir uns mit den internationalen wirtschaftlichen Zentren messen. Und die Grafik zeichnet jetzt nochmal ab, hier im Vergleich der OECD-Länder und trägt hier im Prinzip den Breitbandausbau auch nochmal ab. Und hier ist eben klar, dass an der Spitze Japan oder Südkorea steht, die auch schon frühzeitig damit angefangen haben, die fast ein flächendeckendes Angebot realisiert haben. Und Deutschland liegt hier ganz abgeschlagen, das hat Herr Kempermann ja auch schon gesagt, im unteren Bereich, aber auch Bayern, das zwar etwas besser ist als der deutsche Durchschnitt, liegt hier nur im unteren Feld. Und das ist natürlich nicht der Anspruch, den wir hier haben können. Sie haben vielleicht auch in der Presse verfolgt, dass Konstantin Medien vor einigen Wochen verkündet hat, dass sie überlegt, den Standort München zu verlassen. Natürlich nicht komplett, das war ja mehr so, wie das halt pressemäßig dann aufgebaut wird in diesen Medien. Herr Schwarzkopf, es war nicht im Mainische gestanden, sondern in einer, ich weiß nicht, ich glaube Tageszeitung dürfen die sich nicht nennen, aber natürlich nicht komplett, aber mit Produktionsstandorten, und die Begründung war eben, dass dort keine ausreichende Internetanbindung, keine ausreichende Internetanbindung vorhanden ist. Hier habe ich jetzt nochmal im Prinzip zusammengefasst, welche Verbesserungen, welche Maßnahmen nötig sind. Das ist auch aus der gleichen Studie. Ich will ja nicht durch das Einzelne durchgehen. Ich will eigentlich mit dem Bild vor allem nur eins zeigen. Einiges kann man dann auch aufgreifen in der Diskussion, dass schon einiges zu tun ist. Also das Gefühl, dass wir hier jetzt schon unheimlich viel erreicht haben, das kann ich aufgrund der Faktenlage eben nicht teilen. Wir haben noch einen ganz großen Weg vor uns, um zu erreichen, dass wir die Unternehmen vor allem, und darum geht es letztendlich ja auch, wettbewerbsfähig, international wettbewerbsfähig anbinden, damit die eben an den Geschäften, die am Anfang gezeigt, auch weiterhin teilnehmen können. Ich war jetzt vor 2 Wochen bei einem Mittelständler zum Beispiel in Oberfranken. Der ist dort auch auf dem flachen Land, ist Deutschlands größter T-Shirt-Bedrucker. Ja? Also der ein oder andere, der ein T-Shirt zu Hause hat, hat wahrscheinlich das dort drucken lassen. Und auch der hat gesagt, früher haben wir natürlich für eine Mannschaft ein T-Shirt gedruckt. Heute haben wir individualisierte T-Shirts pro Person in der Mannschaft, und das treibt natürlich die Datenmenge extrem nach oben, und auch deshalb braucht der, um überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein, in Zukunft auch die Anbindung. Ein kurzer Blick zum Schluss nochmal nach Aschaffenburg, hier in der Region. Es gab ja vorhin ja schon einige Bilder. Hier ist jetzt der Ausbau abgetragen mit Glasfaser direkt ans Haus, 1 Gigabit. Da muss man ja sagen, wir hatten hier vor einigen Jahren als Pilotkommune das Angebot der Telekom, das hier ausgebaut wird bis in den in die Haushalte hinein. Und deshalb sieht es in Aschaffenburg auch, wenn Sie auf die Seite der Telekom gehen, auch im Vergleich mit anderen Städten eigentlich sehr gut aus. Aber, jetzt kommt das große Aber, hier handelt es sich natürlich nur um die Wohngebiete. Ja? Das, was uns interessiert, sind die Gewerbegebiete, hier Streetwald, auch der Hafen, Nelkheim ist hier unten, auch im Schweinheim, im Bereich von Schweinheim.
Und da ist ja die Logik nach wie vor, wir haben in Striedwald so eine kleine Verbesserung gehabt, auch da wurde das Glasfaser in den Verteilerkasten gelegt. Mittelständler in Striedwald, die wir besucht haben, die haben sich jetzt einen Richtfunk aufgebaut, um nach meiner Schaffe ins neue Gewerbegebiet zu kommen, denn dort liegen die Kabel, ist die Verkabelung vorhanden. Das ist nicht das, was ich mir jetzt auch als Aschaffenburger Stadtrat vorstelle, in der Wettbewerbsfähigkeit zwischen Gewerbegebieten. Aber letztendlich geht es darum, dass die Arbeitsplätze hier erschlossen werden. Und da ist noch unheimlich viel Nachholbedarf eben auch in Aschaffenburg. Und auch da, es gibt zwar ein Förderprogramm jetzt auch auf Bundesebene, um Gewerbegebiete anzuschließen. Das ist sicher richtig. Aber unser dringender Appell wäre eben, dass man weniger auf Vectoring setzt, sondern auf die Punkt-zu-Punkt-Verkabelung auf Glasfaser. Auch gerade bei den Unternehmen. Ja, das soll es soweit von meiner Seite auch zur Einführung gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die lebhafte Diskussion. Vielen Dank.